Willkommen hier auf PlayTV zu einem FIFA-Orakel-Spezial. Und zwar live aus Köln. Live aus Köln-Müngersdorf, aus dem Rhein-Energie-Stadion. Mit der Partie Deutschland gegen Irland. WM-Qualifikationsspiel heute Abend hier. Und jetzt die Hymne. So, und ja, wie gesagt, dies ist ein Spezial. Ich werde es nicht immer machen, wenn Deutschland spielt, aber ich versuche oft wie möglich die Partien zu orakeln mit der Nationalmannschaft. Ich muss schauen, wie das so alles klappt. Jetzt ist hier ein Mannschaftsfoto. Das ist auch die Startelf hier, die man jetzt hier sieht. Der Schiedsrichter kommt aus Brasilien. Und hier ist jetzt die Startelf und die Auswechselspieler. In echt wird höchstwahrscheinlich Klose nicht spielen, sondern Max Kruse. Aber den konnte ich leider nicht auswählen. Ich weiß auch nicht ganz warum, aber naja. Konnte ich auf jeden Fall nicht auswählen, von daher ist der nicht jetzt in diesem Spiel mit dabei. Hier die Startelf und die Auswechselspieler von Irland. Hier die Formation. So, und dann geht es auch schon los. Hier ist der Anpfiff. Irland fängt an. Und ich bin gespannt und hoffentlich seid ihr auch gespannt, wie dieses Spiel ausgeht, diese WM-Qualifikation für Deutschland. Mit diesem Spiel können sie sich dann, glaube ich, endgültig für die WM qualifizieren. Wenn ich das jetzt so richtig mitbekommen habe. Und hier der erste Angriff schon von Irland. Na, Flanke, aber Neuer fängt den Ball. Jetzt hier Khedira, Klose, Özil, Müller. Kann er durchlaufen? Ne, das wäre ja auch zu einfach gewesen. Ganz blöd sind die die irländischen Abwehrspieler ja auch nicht. Von daher war das einfach zu klären. So, McGady jetzt hier am Ball. Konnte abgewehrt werden. Jetzt wieder Müller, lahm. Der hat den Ball verloren, hat ihn sich aber wieder geholt. Jetzt lahm über die Außenbahn hier. Gibt es eine Hereingabe oder macht er es selber? Es gibt eine Hereingabe, da kommt aber Khedira nicht mehr dran. Oder war es Özil? Ich glaube Özil. Jetzt eine Kopfball, aber der war viel zu lasch. Und Ford, der Keeper im Irland-Tor, kann den Ball einfach aufnehmen. Es regnet hier in Müngersdorf. Aber das wird den Spieler nicht so viel abhaben. Und was auf Einwurf jetzt hier auf Long. Und abgewehrt jetzt wieder hier Klose im Angriff. Müller, Khedira. Und wieder Klose, Özil. Versucht mit einem Schuss, aber das war ja auch irgendwie jetzt. Naja. McGeady wieder auf Long. Und Long im Ballbesitz. Dribbelt die Abwehr aus und jetzt McLean. Aber der verliert den Ball. Und Toni Kroos. Özil. Wieder Long auf Wilson. Der läuft und läuft und läuft. Lässt ein paar Abwehrspieler stehen, aber letztendlich konnte der Ball noch geklärt werden wieder. Also momentan sind beide ganz gut dran und das wäre beinahe ein guter Schuss in die Spitze gewesen, aber das war nichts. So, jetzt hier Klose, aber der verliert den Ball. Momentan kann man keinen Favoriten rausfinden. Das ist ein bisschen bitter, weil Deutschland ist auf jeden Fall die eigentlich bessere Mannschaft. Jetzt eine gute Flanke, Klose, aber der kann das auch nicht
kriegt es auch nicht hin. Und jetzt Möller. Wollte es mit dem Direktschuss machen, aber der wurde geblockt. Und Öse knapp vorbei. Hier sieht man es nochmal. Da fehlte nicht viel. Aber der war wirklich jetzt schon eigentlich der Beste bis jetzt in dieser Partie. Dieser Torschuss hier. Hoffentlich gibt es noch ein paar mehr. 25. Minute jetzt. McCharity. Auf Kian. Und jetzt wieder Toni Groß-Schweinsteiger. Der verliert den Ball und wieder Long mit einem Schuss, aber der geht ins Tor aus. Abstoß Neuer. Jetzt Klose und Khedira. Wird es jetzt endlich was mit dem Tor? Jetzt hier Khedira. Über die Außenbahn auf Philipp Lahm, auf Özil. Und was macht er? Er schießt und das 1:0 für Deutschland. Ein ziemlich lustiges Tor, weil das war wirklich nur ein Kullerball. Der ging, war ziemlich lahm geschossen, aber hier sieht man es nochmal. Ja. Keeper hätte parieren können, aber hätte, Fahrradkette, das war nix. 1:0 für Deutschland. 6:0 Torschüsse oder 6:0 Schüsse. Bis jetzt. Wir sind in der 32. Minute. Oh, Müller jetzt wieder mit dem nächsten Angriff. Klose, aber das war abseits. Hier sieht man es nochmal. Das war abseits. Jetzt Freistoß. Wilson. Dann steht natürlich auch jetzt extrem defensiv, weil die natürlich wissen, dass Deutschland ein offensives Team ist, die natürlich auch ziemlich gut sind und in der Weltspitze mitspielen. Und das ist ja logisch, dass dann so eine kleine Mannschaft wie Irland jetzt ein guter Pass kriegt. Kern den. Ja, er kriegt die. Uiuiui, das war jetzt aber auch ziemlich knapp. Weil wenn der durchgekommen wäre. Ja, 89-86% Pässe, also da ist Deutschland auch nicht viel besser. Und jetzt hier Özil wieder über die Außenbahn. Khedira und wieder Ballverlust. Toni Kroos mit einem Schuss, aber das war nichts. Jetzt Khedira kann. Au. Pfostenschuss, das war jetzt wirklich ganz ärgerlich. Es wäre beinahe reingegangen, aber auch nur beinahe. Was willst du machen? Das war aber jetzt wirklich eigentlich die beste Chance bis jetzt in dieser Partie. Und jetzt wieder Whale mit einem Angriff für Irland. Eine Minute nach Spielzeit jetzt mit. Das war, boah, das war ganz knapp. Da konnte man echt froh sein, dass da noch gerade im letzten Moment geklärt werden konnte. Der wollte mich, glaube ich, schon abziehen. Und dann ist jetzt auch Schluss mit der ersten Halbzeit. 45 Minuten sind rum. 45 Minuten kommen noch. 1:0 durch ein Tor von Özil. So, 1:0 Tore, 18:0 Schüsse, 14:0 Schüsse aufs Tor, 51-49% Ballbesitz, 13:6 Zweikämpfe, 0:0 Fouls, 1:0 Abseits, 50%-0% Schussgenauigkeit und 90-84% Passgenauigkeit. Also, man sieht, es gibt keinen klaren besseren. Außer jetzt vielleicht, was so die Schüsse angeht und so. Aber trotzdem, es kam bis jetzt auch nur ein Tor bei raus. Also so wahnsinnig toll ist das auch nicht. Und jetzt geht's auch schon weiter hier mit der zweiten Hälfte, mit dem zweiten Durchgang. Özil, Müller, Özil,
Lahm. Richtig bitter wäre wirklich, wenn sie noch den Ausgleich kassieren würden. Ich glaube, beim letzten Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften hat Deutschland 6:0 gewonnen. Ja, und jetzt ist nun zur Pause nur ein 1:0. Mal gucken, ob sie noch mehr hinkriegen. Das war, glaube ich, jetzt ein Foulspiel oder Abseits oder irgendwas. Habe ich jetzt nicht mitbekommen. Und jetzt Freistoß. McLean. Und jetzt mit der Außenbahn Wilson. Wilson, immer noch Wilson. Mit einer Reingabe auf Long und der geht knapp vorbei, aber wirklich ganz knapp. Das sah wirklich gerade aus, als wäre der im Kasten. Hier sieht man es jetzt nochmal. Uiuiui, ui, ganz knapp. Haarscharf, aber wirklich. Das wäre richtig bitter gewesen, weil Deutschland hat auf jeden Fall wesentlich mehr Chancen. So, und jetzt hier. Vielleicht wird es jetzt was. Hummels, Schweinsteiger. Boateng, Özil. Boateng, und das war ein Abseits. Eine Abseitsposition von Boateng. Hier sieht man es. Und jetzt gibt es Holan. Holan kommt für Whalen. Auf der Seite von Irland. 57. Minute jetzt. 100% bei Özil und 100% bei McCharty. Und jetzt eine gute... Oh, ja, ja. Und das war auf der Linie. Boah, das war jetzt aber wirklich die beste Chance. Die allerbeste Chance. Das war wirklich sowas von knapp. Das war auf der Linie der Ball. Ich bin mir noch nicht mal sicher, ob er vielleicht sogar im Tor drin war. Das werden wir uns vielleicht gleich nochmal irgendwie in der Wiederholung angucken. Müssen wir mal schauen. Weil das war wirklich verdammt knapp. Das war wirklich der beste Schuss in dieser Partie bis jetzt. So knapp vor dem Ausgleich. Ne, unglaublich. Naja, und jetzt geht's weiter hier mit Schweinsteiger, Müller. Ah, die Abwehr steht einfach verdammt gut, das kann man ja anders sagen. Hummels, Khedira. Schmeini, Özil. So, und jetzt auf Toni Kroos, der zieht einfach mal ab. Das war gar nicht mal so schlecht. Und jetzt Özil mit einem... Oder Klose war das mit einem... ziemlich komischen Pass, die ging nämlich ziemlich weit übers Tor. Naja, das ist ja wirklich ziemlich spannend jetzt, weil wenn die jetzt nicht noch ein zweites Tor machen, dann müssen sie wirklich hinten aufpassen, dass sie nicht noch einen kassieren. So, und jetzt kommt hier Podolski, kommt für Klose. Poldi spielt wieder auf Kölner Rasen hier im Rhein-Energie-Stadion in seiner Heimat. Bei seinem Ex-Club auf dem Rasen. Im Heimstadion. Boateng. Schweinsteiger, Kroos. Und jetzt gibt es das 2:0. Podolski mit dem ersten Schuss, aber der ging vorbei. Der war auch ziemlich aus der Drehung raus. Jetzt kommt wie spricht man das aus? Cox für irgendwen. Keine Ahnung, habe ich jetzt nicht mehr gelesen. Auf jeden Fall gibt es eine Auswechslung jetzt auf der Seite von Irland. Zum zweiten Mal haben sie jetzt ausgewechselt. Deutschland hat bis jetzt einmal ausgewechselt. Jetzt hier Boateng im Ballbesitz auf Schweinsteiger. Und wieder Podolski, der neue Sturm. Özil. Über die Seitenbahn. Wieder auf Podolski.
ist jetzt der Zeitpunkt für das 2 zu 0? Nö, ist es nicht. Jetzt wieder Irland mit McCharty. Paulan. Wilson. Lässt sich selbst von Grätschen nicht stoppen hier. Und aber wieder jetzt Podolski. Mit einem komischen Pass auf Özil. Und Özil mit einem komischen Pass irgendwo. Und jetzt wieder Kane. Und wieder Kane, aber jetzt verliert er endgültig den Ball. Und jetzt wieder Groß. Und jetzt schon fast in der 80. Minute. Also es ist wirklich jetzt hier noch ziemlich spannend, die letzten paar Minuten. Die letzten 10 Minuten ungefähr. Ja. Yeah. Und jetzt wieder Coleman. Die Abwehr steht momentan nicht gut. Coleman über die Seitenbahn. Und der geht ins Seitenaus. Und es gibt Einwurf. Und das war ein Fehlpass. Uiuiui, das war aber auch ziemlich knapp. Hätte der den jetzt bekommen. So, die letzten 5 Minuten ungefähr hier noch. Jetzt wieder mit Thomas Müller im Angriff vorne. Wird auch gegrätscht, lässt sich nicht aufhalten. Und jetzt gibt es eine Flanke. Nein, es gibt Ballverlust. McLean wieder. Wilson. Uiuiui, was eine Spannung hier. 88. Minute. Oh, denn wenn die jetzt noch den Ausgleich machen, dann beißt den Tisch. Das wäre ja echt der Wahnsinn. McGeady. Keen. 4 Minuten noch. Und jetzt wieder hier im Angriff. Özil. Schweinsteiger kriegt den Ball nicht mehr und es gibt wieder Einwurf. Und jetzt wieder Schweinsteiger, Özil, Müller. Die Kombination hier vorne drin. Können sie noch das 2 zu 0 machen? Das wäre natürlich gut. Özil. Toni Kroos jetzt wieder. Özil. Auf Podolski und der schießt und geht knapp vorbei. Und da ist der Schuss für Deutschland. Gewinnt mit 1-0 gegen Irland. Nicht das beste Spiel von Deutschland oder von der nationalen Elf, aber immerhin gewonnen 1-0. Die WM-Qualifikation gegen Irland. Ja, das war's jetzt. Irland ist enttäuscht, aber sie können froh sein, dass sie schon mal mehr kassiert haben. Aber haben wirklich gut gespielt, die Gäste aus Irland. Das kann man schon mal sagen. Waren wirklich ganz gut. Die Abwehr stand fest hinten drin. Gab nicht viel Durchkommen. Ja. So ist das nun mal. Hier die Fans noch am Feiern und jetzt gibt es nochmal die besten Szenen. Vielleicht sogar die Szene dabei mit der Torlinie da. Ich dachte, das hätte die Torlinie überschritten, dieser eine Schuss da bei Irland, wo Neuer noch gerade noch rausfischen konnte, aber jetzt fängt er schon hier wieder von vorne an, was ich glaube. Das kommt jetzt nicht mehr. Mal gucken, ob wir jetzt eine gleiche Wiederholung finden. Aber ich weiß es nicht. Jetzt kann man doch mal hier gucken. Spielhöhepunkte. War das der hier? Oder welcher war das? Der hier. Ne, das war der Kopfball. Der war natürlich auch ziemlich gut.
die Parade, die glaube ich war es hier. Müssen wir uns jetzt mal genau angucken, weil ich glaube, er war über die Torlinie schon fast. Wir werden es jetzt mal irgendwie hier analysieren hier. Das ist hier wie bei ZDF hier richtig. Bloß keine Schleichwerbung. Jetzt müssen wir hier gerade irgendwie mal gucken, wie man das jetzt hier machen kann. Können wir hier mit die Spieler auswählen. Jetzt müssen wir mal irgendwie gucken, dass wir da jetzt eine gute Sicht aufs Tor haben, damit wir das genau sehen können. Nehmen wir am besten den Neuer. Da haben wir ihn. Und jetzt nochmal von vorne. Und dann können wir es vielleicht sehen. Und da sieht man es. Jetzt nochmal zurück. Da sieht man es. Der Ball ist hinter der Linie. Hier sieht man es. Ihr könnt es euch selber anschauen. Der Ball ist eindeutig hinter der Linie. Das wäre eigentlich das 1:1 gewesen. Aber naja. Die haben hier noch nicht so fortschrittliche Tortechnik, wie sie in der WM sein wird. Das ist nämlich bekannt gegeben worden heute, dass die diese Tortechnik verwenden, diese neuartige. Und damit wäre das nicht passiert, weil das wäre auf jeden Fall das 1:1 gewesen. Was sagt ihr? Ich sage 1:0. Schreibt es in die Kommentare. Was meint ihr? Wie geht das Spiel aus? Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.